Ich glaube, dass es doch deutlich geworden ist, und das sehen wir auch, wenn wir uns gerade ein bisschen umgucken in der Welt, dass das Thema des gesellschaftlichen Zusammenhalts in westlichen Demokratien, aber eben auch in Hamburg gerade eins ist, was wichtig ist. Und wir haben ja als Rot-Grün in der letzten Legislaturperiode vielleicht als größte Herausforderung bewältigt, die Integration von ungefähr 30.000 Geflüchteten in unserer Stadt, die sehr, sehr, sehr gut funktioniert hätte. Das hatten, glaube ich, wenige Leute am Anfang gedacht. Und es zeigt, wie sehr diese Koalition in der letzten Legislaturperiode über das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt erfolgreich regiert hat. Wir haben dann ein Thema, mit dem wir jetzt am Anfang dieser Legislaturperiode konfrontiert worden sind, mit Corona, das natürlich ein Gesundheitsthema ist, was in Hamburg, aber auch in Deutschland insgesamt sehr erfolgreich gehandhabt wird, was aber auch, und das sehen wir jetzt ja auch woanders, auch das Thema der gesellschaftlichen Sprengkraft mit sich bringt. Und ich glaube, dass sozusagen es deswegen ganz wichtig ist, dass man sich als Politik und als diejenigen, die im Rathaus ja auch sehr stark bestätigt worden sind in ihrer Koalition durch diese Wahl, sich Gedanken darüber macht, wie kann man das, was wir in den letzten 5 Jahren geschafft haben, auch dauerhaft erhalten. Und ein ganz elementarer Punkt dabei ist, glaube ich, dass wir einen Koalitionsvertrag beschlossen haben oder hier vorstellen, der Optimismus und Fortschritt signalisiert, der sagt, wir haben etwas mit dieser Stadt vor. Wir wollen diese Stadt in die Zukunft führen. Wir wollen sie positiv gestalten, und dass wir ausdrücklich sagen, dafür haben wir große Aufgaben vor uns, die wir aber bewältigen können, nämlich das ganze Thema Wissenschaft und die Metropole des Wissens und den damit einhergehenden auch Strukturwandel hin zu einer wissensbasierten Ökonomie, das ganze Thema des ernsthaften Kampfes gegen den Klimawandel, eines der Top-Themen des letzten Jahres, was ja auch nicht kleiner geworden ist in der Sache, sondern sozusagen und auch immer wieder auf der Agenda stehen wird, völlig zu Recht, das Thema, wie organisieren wir unseren Verkehr und die Mobilitätswende und das ganze Thema Wohnungsbau. Und wenn wir dann gucken, wie wir uns dieses Thema Mobilität, wie wir uns dem annähern, dann ist natürlich klar, dass uns allen bewusst ist, Mobilität ist die Grundlage für eine prosperierende Stadt. Sie ist die Grundlage für eine lebenswerte Stadt und vielleicht auch ein ganz wichtiger Teil, der das Gesicht Hamburgs insgesamt prägt. Und wenn wir Hamburg mobiler machen wollen, und zwar Hamburg als wachsende Stadt, wo jeder Einzelne jedes Jahr auch noch ein bisschen mobiler wird, dann merken wir, dass wir sozusagen das nur machen können, wenn wir das so machen, dass der Einzelne, die einzelne Person weniger Platz einnimmt, weil wir brauchen eine beschleunigte Verkehrswende, um Hamburg mobiler zu machen. Wenn Sie die Zahlen sehen, hatten wir 2007 50 Millionen Personenkilometer quer über alle Verkehrsträger abgewickelt. 2018 waren das 70 Millionen Personenkilometer auf etwa der gleichbleibenden Fläche. Und wenn wir wollen, dass Hamburg mobil bleibt, und das wollen wir, dann müssen wir auch die Verkehrswende beschleunigen. Das zweite Thema, was ich mit dem Thema, oder das dritte Thema neben der Prosperität und der Mobilität damit verbindet, ist der Klimaschutz. Wir haben uns hier ambitionierte Ziele gesetzt. Ambitionierte Ziele im Verkehrsbereich, wo wir gesagt haben, wir wollen den Modal Split-Anteil deutlich verändern. Wir wollen, dass der Radverkehr von 15 auf 25 bis 30% und der öffentliche Nahverkehr von 22 auf 30% der Wege steigt. Das ist eine große, große, große Herausforderung, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir unsere Politik konsequent in diesen Bereichen entwickeln. Der Kienchef hat eben schon angesprochen, dass wir gesagt haben, als Pass pro Toto das Thema, wie entwickeln wir die Innenstadt, wie schaffen wir dort mehr Aufenthaltsqualität, mehr Lebensqualität, was ist dort unsere Leitlinie. Das ist natürlich eins der zentralen Themen, die sich auch mit der Verkehrspolitik verbindet, wo es auch die Verkehr- und die Stadtentwicklungspolitik, glaube ich, gut in einem Strang ziehen müssen. Und wie schaffen wir es sozusagen, Hamburgs Innenstadt, das auch die Kernidentität unserer Stadt ausmacht, als der Teil, der vielleicht allen Hamburgerinnen und Hamburgern gemeinsam gehört und wo wir uns alle aufhalten, und wie schaffen wir es sozusagen, diese Räume attraktiver zu gestalten für sozusagen als Verkehrsraum, aber auch sozusagen rund um die Binnenalster, für die Fußgängerinnen und Fußgänger, für die Radfahrenden, für die Menschen, die sich da einfach aufhalten, für Familien, die dort ihren Platz finden können. Und wenn wir das sozusagen zusammennehmen und dann uns darüber überlegen, dass natürlich wir in dem Bereich der Mobilität auch noch weitere große Herausforderungen haben, nehmen Sie das Thema der Elektrifizierung des Verkehrs,
der Digitalisierung des Verkehrs. Wir haben den ITS-Kongress anstehen 2021. Wir wollen daraus natürlich nicht nur einen schönen Kongress machen, sondern auch Honig saugen für die weitere Verkehrspolitik in Hamburg. Und wir haben das ganze Thema des Erhaltensmanagements der öffentlichen Infrastruktur. Wir haben ja auch gesehen, wir brauchen nicht nur durch Corona haben wir gesehen, dass wir brauchen einen starken, einen funktionierenden Staat, und zu dem gehört eben auch eine funktionierende Infrastruktur. Und das sind Themen, die sich nicht von jetzt auf gleich lösen, aber die systematisch angepackt werden müssen, die auch angepackt werden sollen. Und deswegen werden wir eben das Erhaltensmanagement für die Straßen systematisch auch ausweiten, auf die Straßenbrücken beispielsweise, auf die Nebenflächen, um auch hier die öffentliche Infrastruktur instand zu halten. Das ist ein Teil dessen, was wir wollen. Und wenn man das sozusagen insgesamt sieht, dann haben wir, glaube ich, dort ein rundes Paket, um das sozusagen in den nächsten 5 Jahren gut voranzutreiben. Herzlichen Dank.